Ja, dann starten, oder? Es gibt keinen Grund weiter zu warten. Ja, danke für das Interesse, finde ich super, weil wir können nämlich, wenn wir ein bisschen zusammentauschen heute, also zusammentauschen, wenn wir ein bisschen Dialekt rausnehmen, wenn wir zusammentauschen, vielleicht ein bisschen was entwickeln, was wir alle dann gern hören. Ich würde gerne eine erste Runde machen, wo wir so geschwind einmal durchgehen, wer was sagen möchte zur Frage, was hört ihr gerne an einem Gesprächsführenden? Wenn einer Gespräch führt im Podcast, was habt ihr da gern, wenn er was macht? Und in der zweiten Runde würde ich gerne ein bisschen Tricks tauschen, wer selbst im Podcast macht und einfach einige so Strategien hat, wie er Situationen begegnet, wenn er ihm das Gespräch am Dampfen lassen möchte, was sie oder er dazu tut. Das wäre so die Idee und dann schauen wir einfach, wie weit wir kommen. ich sage nur ganz für mich, also ich mag es gern, wenn ein Gesprächsführender rote Fäden immer wieder aufsammelt und das kann halt, der Tim ist jetzt nicht da, Gott sei Dank, jetzt dürfen wir über ihn reden, schon sehr gut. Ja, also bei auch bei schwierigen Themen dann immer wieder auf einen Punkt kommen, wo er kurz zusammenfasst und dann weiterleitet. Das ist sehr hübsch. Und was ich nicht so gern mag, sind Recherchefragen. À la, wann hat denn der Zweite Weltkrieg geendet? Oder wie heißt du? Oder so. Das macht mich latent nervös. Wobei es beim Jung und Naiv, wie heißt der? Thilo Jung? Glaube ich, Teil des Formats ist, dass er den Leuten als erstes genau diese Frage stellt, wie heißt du und was machst du? Ja. Ja, also das rote Fäden wäre mir ganz wichtig. Machen wir vielleicht drei um einfach so, ja? Weil Hörer ist jeder. Ja, ich bin Olaf. Als Hörer würde ich sagen, ich freue mich hauptsächlich drüber, wenn ich irgendwelche neuen Aspekte an irgendwem sehe. Mag es überhaupt nicht, wenn jemand irgendwo zu Gast ist, um ein neues Buch vorzustellen und rauszubringen und sozusagen seinen Verkaufsaspekt damit drin hat. Und ich mag es tatsächlich sehr viel mehr, was über die Person im Hintergrund zu erfahren, gemischt mit Fakten, Informationen, für die denn vielleicht jemand da ist. Das ist so, also wer denn tatsächlich in der Lage ist, mehr als das Fachgebiet herauszukitzeln, sondern eher so den persönlichen Hintergrund, wie komme ich zu diesem Fachgebiet? Das ist was mich im Hören tatsächlich mich sehr freut. Ja, und das Reden, weiß ich nicht, da ich da relativ unbedarft rangehe, einmal ein Format habe, wo ich Leuten eine Plattform biete, über ihren Fachbereich zu sprechen, weiß ich nicht mal, ob ich meinem eigenen Anspruch da gerecht werde. Und im anderen Fall bin ich einfach nur der ins Wort fällt und der den Redefluss unterbricht. Übers Reden könnten wir in einer zweiten Runde reden, dass wir nur mal praktisch so das Trennen hören und selbst praktisch machen. Erste Runde nur mal hören vielleicht. Ja, danke. Ich bin die Dotti und ich finde es bei einem Interviewsteller, also bei einem Fragesteller eigentlich ganz gut, wenn er gut vorbereitet ist, wenn er weiß, wo er hin möchte. Und ich mag es auch gern, wenn er nachhakt. Als Negativbeispiel sehe ich da immer Thomas Gottschalk. Der hat seine vorgefertigten Fragen, stellt die Frage und sobald eine Antwort kommt, geht er zur nächsten Frage über. Also er fragt nicht nach, er hakt nicht nach, er will nicht, er geht nicht auf die Antworten ein. Was ist gutes Nachfragen für dich? Wie merkst du das? Na, aufgrund der Antwort, die dann neugierig macht, wo ich dann sage, ja, wie meint er denn das und warum? Das kommt halt auf die Antwort drauf an. Also dieses Nach. Dann automatisch eine neue Frage generiert eigentlich. Und wenn diese Frage nicht kommt, sondern stur die nächste Frage, die vorbereitet ist, nachstellt, das finde ich unangenehm. Okay, danke. Tobias, ich mag untold stories. Also wenn irgendwas über ein Thema und über die Person, die über das Thema spricht, was man vorher nicht gehört hat, also das man nicht recherchieren kann, was neu kommt und wenn jemand dazu bewegt wird, aus sich herauszugehen, auch erzählt, was fasziniert ihn, was motiviert ihn, genau dieses Thema zu machen, wenn das so wird.
Das wären dann genau auch diese Fragen, was, also praktisch, was fasziniert dich oder was motiviert dich auch auf eine andere Art? Ich gar nicht glaube, dass man diese Fragen stellen muss, sondern ich fände es sehr geschickt, wenn man das indirekt die Atmosphäre schafft für die Person, dass sie sich so fühlt, dass sie aus sich herausgeht und offen wird. Das ist so, glaube ich, die hohe Kunst, die ich so ein bisschen suche. Ja. Okay, weil es eben auch diese, also die Rolle des Fragenden eben beleuchtet, was du da gesagt hast. Okay, danke. Tim, ich mag es tatsächlich am liebsten, wenn Interviewführer so naive Fragen stellen. Aha. Also du hast ja gerade schon Thilo Jung angesprochen, der macht das ja mit seinem Format, das er bezeichnenderweise jung und naiv genannt hat. Und der stellt ja tatsächlich die ganze Zeit so Fragen, wer bist du, was machst du, was bedeutet das eigentlich? Ich finde das schön, wenn solche Fragen gestellt werden, weil ich selber mich auch als naiven Hörer bezeichnen würde, sodass irgendwie ein Thema aufgebaut wird von Anfang an. Ich finde es aber auch gut, dass, wenn dann während des Gespräches dieses Thema wirklich aufgebaut wird und auf diesem Aufbau auch weiter gemacht wird und nicht, wie der Thilo Jung es ab und zu macht, immer auf diesem Level geblieben wird. Das mag ich schon, dass dann irgendwie tatsächlich dieses Wissen irgendwie weiter genutzt wird und der Interviewführer möglicherweise auch, dass diese naiven Fragen nochmal rekapituliert und wie er das gerade verstanden hat, einfach nur, damit man als Hörer denkt, so, ah ja, okay, alles klar. Das geht natürlich in die Richtung Wiedercoin, aber ich glaube, in einem kleineren Rahmen ist das schon ganz gut, um so gerade komplexere Themen ganz gut zu vermitteln. Danke. Martin. Genau, Martin. Was mir gerade eingefallen ist, ich habe, glaube ich, gerne Friedrich Küppersbusch gesehen und seine Art zu interviewen war eigentlich auch also mit einem ganz großen Vorwissen und er hat dann seine Gäste auch so ein bisschen immer aus der Reserve gelockt und ist dann aber auch immer noch wieder darauf zurückgekommen, was die vorher gesagt haben. Also wenn die dann so mit so einer politischen Antwort, die eigentlich nichts ausgesagt hat, geantwortet haben, hat er dann gesagt, ja, das hat ja Strauß in den 80er Jahren auch schon nicht weitergeholfen. Also er hat dann unglaublich so ein bisschen provoziert, aber mit einem unglaublichen Wissen dahinter und diese nicht verletzende, aber doch sehr fundierte Fragetechnik, die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das ist bei dir als Hörer nämlich auch so angekommen. Da hat wer einen Hintergrund und den bringt er jetzt ein, um eben das, was derjenige gesagt hat, zu entfalten oder weiter zu falten. Das gefällt mir immer gut, wenn es jemand macht. Ja. Okay. Ja, Ulrike. Ulrike, und ich glaube, ich mag es, wenn man es irgendwie geschickt in den Interviewverlauf einbinden kann, trotzdem Fragen zu stellen, die man bewusst für den Hörer nur stellt, im Sinne von, ah, das weiß vielleicht nicht jeder, kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären und dann es irgendwie schafft, dass es trotzdem nicht dann irgendwie komplett abbricht, sondern ein schöner Flow trotzdem dabei erhalten bleibt, aber dass man sich nicht verloren fühlt und denkt, okay, jetzt bin ich ausgestiegen. Also eigentlich Fragen zu stellen, deren Antworten man schon kennt vielleicht. Ja, irgendwie so eine Mischung zwischen dem naiven Fragestellen und dem sich trotzdem vorbereitet haben, aber nicht das Gefühl haben, der weiß eigentlich ganz genau, was er fragt, das weiß der alles schon, weil dann fühlt man sich auch irgendwie ein bisschen verarmt, aber naiv genug, dass man irgendwie mitkommen kann, auch wenn man nicht komplett im Thema steht. Mhm. Mhm, okay. Bitte. Clemens, ja, ich beziehe mich jetzt speziell auf Podcasts und da mag ich es, wenn das Gespräch, wenn die Gesprächspartner in irgendeiner Art und Weise als gleichberechtigt erscheinen. Also, wie geht es? Also vielleicht am besten an Negativbeispielen. Wenn ein Interview, der Interviewer das Gespräch quasi sehr autoritär in der Hand hält und immer nur Frage, Antwort, nächste Frage, Antwort, dann ist das wäre so ein Negativbeispiel und das andere Negativbeispiel wäre, wenn der Interviewende sich überhaupt nicht vorbereitet hat. Und noch nicht mal zum Stichwortgeber reicht, sondern eigentlich nur so, naja, er macht halt die Anmoderation und danach gibt er das Heft aus der Hand. Das sind so Sachen, die mag ich nicht, sondern es darf ja durchaus ein Wissensgefälle da sein oder auch eine Inbalance, was die Gesprächsanteile angeht. Aber man muss schon das Gefühl haben, dass da zwei gleichberechtigte Gesprächspartner da sind, die intellektuell auf der gleichen Ebene sprechen können. Das muss jetzt nicht heißen, dass da die Stoppuhr mitläuft, wie beim TV-Duell zwischen den Präsidentschaftskandidaten. Aber sprichst du da jetzt von Podcast oder von Radio? Vom Podcast. Vom Podcast. Genau, also da ist mir das besonders wichtig. Ja. Das kam ja auch im Vortrag vor, dass das eben bei Podcasts gut funktionieren kann, dass da eben diese Gleichberechtigung und natürliches Miteinander Dialog halten möglich ist. Und das gefällt mir gut, wenn das... Das ist auch dieses, was der Team sagt, beim Lagerfeuer dabei sitzen und anderen beim Reden zuhören. Ja, diese Podcast-Situation. Ja. Okay, Dankeschön. Hey, ich bin Johannes und
meine Erfahrungen beziehen, die mehr aufs Radio hören als ja. Podcast hören. Und mir gefällt es sehr gut, wenn es ein Interview schafft, in sehr knappen Fragen den Gefragten in eine bestimmte Richtung zu leiten, sondern die richtigen Buzzwords zu geben, eine relativ lange Antwort zu kriegen. Aha. Das ist interessant, eine lange Antwort zu kriegen. Ja, ich habe selber versucht, ich komme nicht aus dem Journalismus, ich habe selber mal versucht, mir ist es nie so richtig gelungen, auch erst auf Metatrix. Da kommen wir dann gleich dazu, super. Okay, danke, Janis. Ja, ich bin Tim. Aus Podcast gefällt mir besonders gut eben diese Gesprächsführung, also dass es ein ruhiges Gespräch ist, wo sich zwei Leute unterhalten, was ich nicht mag, ist, wenn das zu hektisch wird. Ja. Manche hören auch Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht haben. Ich auch nicht. Ja. Und was ich noch nicht mag, das kommt aber, glaube ich, nicht so oft in Podcasts vor, sondern fast eher in Fernsehinterviews, das wurde auch schon mal angedeutet, dass man versucht, irgendwie Leuten etwas zu entlocken, was sie eigentlich gar nicht sagen wollen, ganz oft bei Politikern, dass dann man weiß schon, der wird da eh nicht drauf antworten, aber da wird dann so ganz plump versucht, irgendwie in diese Richtung zu gehen. Furchtbar. Ja, das finde ich auch schlimm. Okay, danke. Ich bin Nina und ich finde es ganz gut bei Interviewformaten, wenn der Interviewer zwar einerseits vorbereitet ist, sich auf das Thema schon ein bisschen eingelesen hat, darüber Bescheid weiß, sodass er dann auch auf die Antworten des Interviewpartners gezielt eingehen kann und da in die Tiefe gehen kann. Mhm. Aber gleichzeitig ist es mir wichtig, dass es auch verständlich bleibt. Also dass es nicht ein Nerdgespräch wird oder ein Fachgespräch, wo der gemeine Zuhörer, der noch überhaupt keine Ahnung hat von dem Thema, nicht mehr mitkommt, sondern dass es eben runtergebrochen wird beziehungsweise einfacher gehalten wird. Zwar in die Tiefe gehen, aber auf eine verständliche Art und Weise. Mhm. So entwirrend auch ein bisschen, dass genau. Die Fäden schön liegen und dass man es einsehen kann. Mhm. Und du hast gesagt, bei Interviews, unterscheidest du Interviews und Gespräch beim Hören? Eigentlich nicht. Also, beziehungsweise Interviews würde ich wahrscheinlich eher dem Radio zuschreiben. Also, wo der Gesprächsführer, beziehungsweise der Interviewer auch meistens genau weiß, wo er hin will und wie das ablaufen soll. Mhm. Und wo ich das Gefühl habe, der hat sich vorher auch schon einen Fragenkatalog überlegt und den arbeitet er dann ab. Und Gespräch würde ich eher in die Ecke Podcast verorten, weil das öfter mal was ist, was sich mehr entwickelt, was nicht so fix ist und nicht von vornherein vorgegeben, sondern so ein bisschen freier. Und genau. Und beides geht bei dir zu hören. Ja. Okay, danke. Ja, ich bin der André. Und was mir eigentlich, oder wo ich zumindest das meiste sozusagen für mich rausziehe jetzt bei einem bestimmten Podcast ist, wenn ich einfach quasi mit dem Moderator im Verlauf der Sendung quasi gemeinsam lerne. Ja, aha. Also so wie es der Tim quasi teilweise macht bei den CREs und dieses Format finde ich einfach deswegen so cool, ja, weil man da selbst in bestimmten Themenbereichen auch noch überhaupt keine Vorbildung, aber es macht nichts, ja, weil man da schrittweise quasi gemeinsam mit dem Moderator lernt. Das ist natürlich, glaube ich, eine große Kunst jetzt für den Moderator, ja, weil es kann ja durchaus sein, dass der in dem Bereich schon bewandert ist, ja, dass der das so aufbauen kann und auch den Gesprächspartner quasi immer wieder einfangen kann, ja, wenn der jetzt ausschweift. Dass man da wirklich so Schritt für Schritt, genau wie sie in die Richtung, was die Nina gerade gesagt hat, dass man das Schritt für Schritt mitlernt. Ja. Und man hat auch dann das Gefühl, dass man neben denen hergeht, also und praktisch nicht vergessen wird. Genau. Das ist ja irgendwie auch bei diesem Jung und Naiv, ja, da finde ich auch das Geniale dran, dass sie eher halt so naiv stellt, wie nur möglich, ja, aber das gibt eigentlich jedem die Chance, dass er auch bei einem Gespräch teilnimmt. Ja. Weil sehr oft waren irgendwelche Begriffe, ja, auch bei Politikern, da wird halt so drüber geredet, ja, und jeder denkt sich, das heißt, das ist wurscht, nicht verstanden, egal, weiter. Und der schafft das, finde ich, ganz gut. Ja. Mhm. Danke. Wie geht's weiter? Ja, hallo, ich bin Oliver. Ich mag, wenn es Abschweifen gibt in Podcasts und das Abschweifen dann irgendwann wieder zurückgeholt wird, auch den roten Faden, von dem wir schon gesprochen haben. Ich mag es, wenn die Gesprächspartner ausreden dürfen.
auch wenn es etwas länger dauert. Das heißt, ich mag es nicht, wenn dann dazwischen gehackt wird, wie zum Beispiel in einem Chaos-Radio-Folgen, wo dann, nein, nein, noch nicht, darüber sprechen wir später. Das finde ich irgendwie sehr anstrengend. Und ich mag es, wenn man so weit wie möglich geschlossene Fragen vermeiden kann. Wie das der Herr Gottschalk immer so gerne macht mit den geschlossenen Fragen. Das ist nicht das Zweite, was mich in den Wahnsinn treibt. Ihm hat, als es noch leicht war. Damals. Okay, danke schön. Danke. Jetzt kommt die Melanie schon. Ja, Melanie. Ich bin die Melanie und ich mag alles sehr gerne, wo Neugier und Interesse im Spiel ist. Das heißt, ich mag sehr gerne Gespräche, wo ich das Gefühl habe, dass auch die Person, die das Gespräch führt, ehrlich und unter Anführungszeichen interessiert an dem ist, worum es jetzt geht, an dem, was die Person tut oder das Thema, worum es geht, weil ich glaube, dass das eine Voraussetzung ist, dieses Gespräch, da kann dann gar nicht mehr so viel schief gehen. Also ich kann sehr gut nachdem ich selber sehr viel in der interviewenden Position bin, sehr gut damit reinfallen an diesem Interesse, an meiner Neugier an einem Thema und versucht, und das ist ganz ähnlich mit dem, was du gesagt hast, das so ein bisschen auch vielleicht egoistisch an das heranzugehen und zu sagen, ich möchte verstehen, worum es geht, und sich so an einem Gespräch durchzufühlen. Und diese Authentizität kann man halt einfach schwer faken. Das kann man sehr schwer faken. Kann man was wahrscheinlich. Kann man probieren, aber ich glaube, da muss man sehr gut sein, dass man das in einem Podcast, wo du nicht so viel, so diese, wie du vorher im Vortrag ja gesagt hast, diese Schnittmöglichkeiten hast, sondern wo du ein Gespräch laufen lassen kannst, dem Gespräch Möglichkeit gibst, sich zu entwickeln. Das andere Extrem sind ja Fernsehinterviews, Live-Interviews in Nachrichtensendungen. Armin Wolf, ORF, ORF 2 für die Österreicher, der macht das nicht für sich, der macht das rein für die Zuschauer. Und es ist vollkommen klar, es ist ihm klar, was der sagen wird sein Gegenüber. Ja. Und es ist nicht dazu da, ihm etwas zu erzählen. So. Und da bin ich wirklich dann, wie es die Tage auch schon gefallen ist, es gibt fast nichts, was nicht interessant sein kann. Also können die sich ja gern begeistert über Rasenmäher unterhalten. Wenn ich das Gefühl habe, dass diese Leidenschaft rüberkommt, dann ist das Gespräch zwischen Menschen per se einfach was ganz Tolles. Okay. Oh, jetzt ganz theatralisch. Ja, danke schön. Ja, ich bin Johannes. Ich bin auch nicht, weiß nicht so genau, was mich zieht an dem Gespräch. Ich habe eben so gedacht, und beim anderen immer zugehört, viel mir so gedacht, passt nicht. Also ganz genau den Finger drauf tun, was mich mitnimmt, weiß ich nicht. Ich weiß, was mich nervt. Ja, schon. Das sind so Wiederholungen oder so. Also wenn man sich so Sabine Christiansen reinzieht oder entsprechenden Gründen, wo man dann das Gefühl hat, die sagen eigentlich immer wieder dasselbe, das regt mich auf. Wenn es unklar ist, worum es eigentlich geht, dass man merkt, die Diskussion, die hier geführt wird, findet gar nicht auf der Ebene statt, die hier verhandelt wird. Mhm. Streitgespräche, die eigentlich um was ganz anderes gehen. Finde ich ein bisschen unschön. Vielleicht was ich sagen kann, ist, ich mag, wenn es ins Detail geht, ich mag, wenn es analytisch wird und wenn es darauf geht. Also so der ARD-Presseclub ist so eine meiner wöchentlichen Konsumformen, die ich immer sehr spannend finde, weil es aus so einer Metaperspektive stattfindet. Genau, ich wollte gerade sagen, die Metaebene. Ja, okay. Ja, danke. Ja, Katrin. Bis eben muss ich auch sagen, ich kann nicht so richtig den Finger drauf legen, aber aus der Protokollperspektive kann ich eigentlich allen zustimmen, was bisher schon gesagt wurde. Also okay. Ja, ich bin Diana. Ich darf sagen, dass ich dem zustimme, größtenteils, was schon gesagt worden ist. Aber was ich ganz gerne mache bei Podcasts, ist, wenn man merkt, dass sich der Interviewte oder die Interviewte wohlfühlt, dass er einfach uns erzählen könnte und nicht irgendwie unter Stress steht oder so. Manchmal in Radiointerviews von Leuten, die nicht gewohnt sind, Interviews zu werden.
Und was kann der Gesprächsführende machen, dass das so ist? Also wie ist der dabei? Ich weiß nicht, der muss halt irgendwie schaffen, den dazu zu bringen, zu vergessen, dass er im Mikrofon spricht. Oder also einfach als Satz ein normales Gespräch. Aha. Übrigens, ich habe jetzt was Typisches gemacht, was ich versuche, mir abzugewöhnen. Ich habe jetzt dich gefragt, was kann der Gesprächsführende machen, dass das so ist? Was macht er dabei? Das Zweite hätte ich mir echt sparen können. Ich hätte einen Punkt machen können und die Nerven haben sollen, einfach nur den Mund zu halten. Was kann der Gesprächsführende dazu beitragen? Und dann gibt es 3 Sekunden Stille, aber die fort, die Stille. Also da ist was. Und ja. So. Ja, und mit der Nachfrage hast du eher die Chance gegeben, darüber nachzudenken. Ja, das glaubt man immer, glaube ich auch immer. Und deswegen mache ich es auch immer wieder. Aber ich glaube, dass man oft die zweite Frage einfach streichen soll. Das ist ein gutes Stilmittel, finde ich auch, was ich mir noch mehr in die Zeit. Das ist oft wie so Hintergrundmusik bei irgendwas. Genau. Man schwächt die Frage eigentlich auch ab. Es schwächt die Frage ab und oft ist es so, dass man praktisch 2 Alternativen glaubt, vorgeben zu müssen, die nur zeigen, wo meine Vorurteile liegen. Beide sind für den Hörer gleichermaßen uninteressant. Also formal oder sonst hast du sicher recht, aber wenn es darum geht, ich fühle mich wohl, ich kann diese Pause. Du sagst, da steht die Frage im Beruf, kann aber jemand auch zu anspannen. Jetzt muss mir was einfallen, jetzt muss ich was sagen. Insofern kannst du einen anderen Satz wählen, der dann verklagt. Aber ist das vielleicht ein Mittel, das stilistisch ist nicht alles, aber die Gesprächsatmosphäre abhängig von dem Gegenüber durchaus genau in die Situation bringen kann. Aber ich kann sie auch liebevoll anschauen. Ja, aber sie spürt zwar nicht anschauen, wenn sie denkt. Und vielleicht unterbreche ich durch mein Gefasel einfach ihr Denken. Und wir kriegen ganz furchtbare Ergebnisse genau durch meine zweite Frage. Das wären die Ideen. Nur würde ich sagen, das ist abhängig von meinem Gegenüber. Ja. Ich glaube, vielleicht ist das die Kunst zu sagen, wer sitzt, welche Person, welcher Charakter sitzt mir gegenüber. Beim einen muss ich nappern, damit was kommt. Und bei anderen brauche ich die klare, stille, klare Frage, damit jemand denkt. Okay. Dann kommt noch der Hörer, der denkt, hör auf, lass die antworten. Ja, genau. Okay, danke, Jana. Wie geht's weiter? Ja, ich bin Dieter und ich habe gehofft, dass es jetzt hier fertig ist. Und ja, ist noch was bei dir. Weil ihr habt mir jetzt die Worte gerade aus dem Mund genommen. Weil ja. Mir gefällt es wirklich gut, wenn jemand schafft, knappe Fragen zu stellen und den anderen zum Reden zu bringen. Mhm. Das finde ich sehr gut. Und sich selber rausnimmt. Also das, was du eben sagst, nicht so seine Meinung schon dem anderen in den Mund legt, was er hören will, sondern einfach reden lässt, also zum Reden bringt. Mhm. Was ich nicht mag, sind Leute, die zu leise sprechen, nuscheln, dabei was essen. Soll es geben? Ja. Das gefällt mir nicht. Okay. Ja, Sebastian, und mir gefällt, wenn tatsächlich dieser Funke der Begeisterung überspringt, wenn ich merke, den beiden, also dem Gesprächsführer und dem der anderen, macht es Spaß zu sprechen und das Thema ist toll. So wie bei Methodisch Unkorrekt, wenn halt dann einer Trennwort loskichert und man einfach sagt, ja, das ist geil. Oder wenn Nikola irgendwie irgendeine Formel dann anwendet, auf irgendwie das gerade ein Eimer umgefallen ist und man denkt, ja, der mag Physik. So, ne? Oder Jimmy Fallon in der Tonight Show, wenn er da rumhopst auf seinem Sitz und total begeistert ist von dem Musiker, den er gerade interviewt. Oder wenn er Donald Trump die Haare verwuscheln kann. Also, dann merkt man, wie mit dem Essen da gerade rumspringt. Das gefällt mir. Okay, danke. Ja, ich mag auch sehr gerne, wenn Gespräche in einer wohlwollenden Atmosphäre stattfinden. Und da in der Schweiz ein Spezialisten, der sich konfrontativ ist, der irgendeine Behauptung stellt und dann nachher eine ganz andere Frage stellt, dass man nicht mehr auf die Behauptung reagieren kann, solche Dinge, das finde ich ganz schrecklich. Mhm. Ich habe es auch gerne, wenn ich die Interviewten spüre, wenn ich fühle, was das ist. Das ist wirklich, wenn es nicht nur um die Sache geht, sondern auch, wenn ich wirklich die Leute auch ausspüre. Aber was kann der Interviewende dann für dich tun in dieser Causa? Ich denke, da geht es darum, halt die Atmosphäre zu schaffen, dass das möglich ist. Aha. Ein Vertrauen muss irgendwo da sein, wirklich. Auch so, ich glaube, dass man ein Wohlwollen auch spüren kann. Ja. Also, und das aber nicht dieses kaschierende Wohlwollen ist, das keinen Konflikt zulässt. Weil das ist ja Brunzfahrt. Also, ja, wenn sie alle lieben und gern haben, bitte. Ja, eh.
Also ich muss dem, finde ich, den Interviewenden so vertrauen können, dass er in der Lage ist oder sie schon ein bisschen, wenn es notwendig ist, am Ärmel festzuhalten. Ja. Ja. Ja, okay, danke schön. Ja, und ja, also ich habe mir jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, oh Gott, was soll ich denn sagen, weil ich habe noch nie interviewt, ich wurde immer nur interviewt, aber ich denke jetzt, was ich so rausgekommen, für mich als Interviewten sozusagen war es immer das Wichtigste, dass ich mich auf den Gegenüber dann verlassen konnte, ja, also weil ich bin auch theoretischer Chemiker, ja, und ich kann referieren, ich kann auch 10 Stunden referieren, ja, der will ja was von mir, ja, ja? Wenn es dem jetzt fad wird und der mich nicht zurückführt auf seinen Weg, mir ist es ja eigentlich piep, ne? Weil mich interessiert es ja, was ich mache, und da kann ich schön ausführen, das ist ja sein, und ich hatte jetzt einmal in Omega Tau ein Ding, das ist auch ganz gut, hat auch ganz gut funktioniert, und ich habe noch ein anderes Interview mit jemandem, da habe ich gemerkt, das läuft gar nicht, und es ist auch nie wieder irgendwie was draus geworden, ja, weil der es halt nicht geschafft hat, mich wieder zurück in seine Spur. Ich habe auch nie feststellen können, was will er jetzt eigentlich von mir. Ja. Und das ist wichtig. Hey, kann man das nicht fragen dann eigentlich? Also das geht, das ist unmöglich. Das habe ich dann einmal gemacht, und da habe ich dann sofort gemerkt, dann war beim anderen Interview, dann war dieses Verhältnis, weil eigentlich ist natürlich, da hast du dann doch eine andere Autorität als Interviewer, als derjenige, also ich warte ja, du willst ja was von mir, ja. Ja? Und wenn du dann zurückfragst, dann ist dieses Verhältnis auf einmal futsch, dann soll ich das Gespräch übernehmen, aber du willst ja was von mir. Mhm. Also sehe ich ja gar nicht ein. Oder? Mhm. Also jetzt nicht einfach bösartig. Ich weiß ja auch nicht, wo es hingehen soll. Also ich empfinde es einen besonderen Glücksfall, wenn der oder die, mit dem ich das Gespräch mache, mir eine Frage stellt, ja, zurück. Dann finde ich immer, ist etwas, ja, gelungen. Ja. Passt vielleicht nicht immer und überall, ja, aber es... Ja, okay, aber das ist halt, das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich weiß, wo es hingehen soll. Ja. Ja, also das ist natürlich schon... Als Chemiker, glaube ich, ist es wesentlich, dass man weiß, was da rauskommt. Ja, ja, ja. Also, weil das geht ja nicht. Ja, okay. Ja, ja, nein, jetzt ein bisschen. Mhm. Du bist der... Bernd. Bernd, ja, genau. Entschuldigung, ich hätte euch schon längst bitten sollen oder fragen, ob sie sich nicht in die erste Reihe setzen wollt. Sie sitzt da so. Nein, na, da ist noch Platz und dort vorne am Tisch und da ist auch noch frei. Das sind echt 2 Sessel. Okay. Das wäre. Entschuldigung, das hätten wir schon. Ja, das ist super. Das ist gut. Okay. Und dann sollen wir jetzt wahrscheinlich auch gleich was sagen. Ja, also wenn Lust vorhanden, also ja, wenn ein Bedürfnis auch vorhanden ist, ja, also etwas dazu zu sagen. Genau, also ich bin der Moritz und habe auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, was mir, also viel von dem, was genannt wurde, gefällt mir auch sehr gut. Aber 2 Dinge, die ich noch so ein bisschen vermisst habe, war... auch wenn man so andere Gesprächsformate sich anschaut, also was mir eingefallen ist, was ich sehr gerne höre, ist die No Agenda Show. Und das sind zwei Leute, die es zusammen machen, die extrem lange miteinander reden, schon, also über viele Jahre hinweg, und sehr aufeinander eingespielt sind und sich die ganze Zeit versuchen, trotzdem noch, sozusagen nach 10 Jahren, immer noch in jeder Folge neu zu überraschen. Die wissen wechselseitig nicht, was sie mitbringen, so an Fragen füreinander und an Themen und so, und schlagen es vor und versuchen, also freuen sich wie kleine Kinder, wenn sie den anderen vom Stuhl hauen können. Und das finde ich großartig, wenn es rüberkommt. Und was ich auch sehr gut finde, ist, wenn man den Eindruck hat, man stellt so Fragen, es entwickelt sich so ein bisschen so ein Gespräch und es wirkt so, als würde es irgendwie weggehen oder die Spur sich verlieren, und am Schluss für alle Beteiligten, inklusive natürlich die Hörer, finde das ein völlig geniales Ende und wird aufgehoben und dann entsteht irgendwas völlig Neues, und das war vorher keinem klar, selbst den Interviewern am besten nicht. Mhm. Ja, das finde ich. Weil sie in Echtzeit praktisch etwas entwickeln, genau, und diese Echtzeitkompetenz haben, das auch zu einem Feuerwerk hinzukriegen oder zu einem schönen Punkt. Genau, ja. Okay, danke. Und bei dir?
Ich bin Ronja und ich mag das tatsächlich sehr gerne, wenn auch spontan, also wenn reagiert wird einfach. Ja? Dann insbesondere, wenn ich merke, dass keine konkreten Fragen aufgeschrieben wurden, sondern vielleicht eher Stichpunkte und dass die in dem richtigen Moment zu greifen und das einfach spontan gefragt wird. Also das mag ich sehr gerne. Und was ich auch noch bewundere, würde ich eher sagen, ist, wenn man es schafft, kritisch nachzufragen, ohne dabei unhöflich oder so zu werden. Das dürfte die hohe Kunst sein. Glaube ich auch, ja. Und dabei noch auch sympathisch zu wirken. Aber immer noch doch gemocht zu werden, zum Beispiel, das ist auch ganz gut. Ja, ja, okay, danke schön. Das war eine sehr schöne Erwartungsrunde, oder wie wir es gerne haben. Ja, gerne, ergänzen, jederzeit. So nach ja, all diesen Meinungen waren durchaus so ein paar Dinge bei, wo man nicht sagen würde, die stehen jetzt völlig in Konflikt zueinander, aber ich habe es ganz gerne, denn tatsächlich so in einer Schiene zu bleiben. Ich höre Dinge, die eher Fakten vermitteln, ich höre Dinge, die eher persönlichen Hintergrund vermitteln und Dinge, die eher einfach nur ein zielloses Gespräch sind. Aber ich wäre völlig irritiert, wenn jemand irgendwie in einem ziellosen Gespräch plötzlich eine Analytik einschiebt oder irgendwie noch versucht, Fakten abzufragen. Mhm, also ich kann die durchaus alle hören, aber ich weiß dann gerne, worauf ich mich einlasse. Und höre die dann vielleicht auch stimmungsabhängig. Also manchmal sage ich einfach, nee, das kann ich jetzt nicht. Ich brauche jetzt was anderes. Und da ist es so eine gewisse Konsistenz oder Erwartungshaltung zu mir eigentlich relativ wichtig. Wichtiger als zu sagen, das hier ist richtig und das hier ist falsch. Also wenn jetzt jemand versuchen würde, das allen recht zu machen, was kann man hier rauskommentieren, das werfe ich mal alles zusammen, rühre es um und mache es so. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das haben ja die öffentlich-rechtlichen Radiosender recht gut in ihren Formaten ja schon hingekriegt. Also da weiß man auch, was man erwartet und auch die von den Personen. Ja, zu den Tricks. Ich würde ganz gerne kurz meine Tricks sagen, die ich von meinen Radiolehrern gekriegt habe. Die haben bei der BBC gelernt und das waren so die Haudegen irgendwie, die bei Ö1 Radioausbildung gemacht haben. Und diese Tricks sind auch wirklich bei mir in Verwendung. Also das wäre eben, was ich einmal praktisch beitragen kann. Das eine ist, dass ich nicht frage, wann hat der Zweite Weltkrieg geendet, wenn ich es nicht weiß, und ich frage, wann hat der Zweite Weltkrieg für Sie geendet? Geht schon besser, weil da kommt dann irgendetwas Interessantes und es fällt nicht so ganz brutal auf, dass ich es nicht weiß. So, also für Sie kann man meistens einflechten, um seine gröbste Schande zu retten. Das ist einmal ein heißer Tipp gewesen. Das Zweite habe ich heute schon erzählt, wenn jemand heiße Luft produziert, zu sagen, habe ich Sie richtig verstanden, das? Und dann sagt man genau das Falsche. Macht viel Spaß und ist immer so, dass das, was kommt, eindeutig verwendbar ist. Weil der muss echt seine Haut retten, weil der glaubt, das geht sonst auf Sendung, meine falsche Sicht. Aber das Wichtigste ist, also abseits dieses, könnten Sie mehr darüber erzählen, oder? Aber das Wichtigste ist vom Hannes Dobelhofer, heißt der, der sagt, anschauen. Und das war ein Radiolehrer, der so der Radioästhet mit der silbernen Schere hat er die Revox-Bänder geschnitten noch und war ein Psychotherapeut und der hat auch wirklich reden können mit Leuten. Und hat uns gesagt, schau die Leute an, schau sie mit großen Augen an, schaut verzwickt, wenn sie was Kompliziertes sagen und du musst nichts weiter tun, als abzuwarten. Das mache ich sehr gerne und sehr oft und ich freue mich, wie gut das funktioniert. Allerdings bin ich einmal fürs Fernsehen interviewt worden und du bist der größte Idiot, wie du reinschaust. Also du schaust dazu, ja? Wenn du zuhörst, du signalisierst dem Gegenüber praktisch, dass du ihn verstehst und das wird gefilmt. Du bist erledigt, imagemäßig. Aber beim Radio, wunderschön. Und ich würde gerne eigentlich immer sehen, oder oft sehen, also bei Podcasts, wie die Leute reinschauen, wenn sie miteinander reden. Das hätte schon was. Das wäre aber dann quasi ein Video, ein Fernsehen wäre das dann. Das gibt es eh. Aber ja, also das sind so diese Sachen. Dieses Anschauen und ich sage das meinen Gästen auch meistens vorher, dass ich sie anschauen werde, wenn sie was Kompliziertes sagen, was ich nicht verstehe, dass sie einfach ein bisschen vorbereitet sind, das, was ich will. Also, und ich sage ihnen dann, ich dann
das wäre von mir ein Zeichen, ob Sie es vielleicht erklären könnten, was Sie gerade gesagt haben. Ja. Das ist einmal, was mir so als wichtige Punkte, als Tricks einfallen. Jetzt ist die Frage, ob wir sonst so. Ja, bitte. Also ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn wir unsere Gesprächspartner erstmal an die Hand nehmen und ihnen so grob den Ablauf erklären, was wir jetzt eigentlich mit ihnen machen. Auf Air? Genau, dass wir jetzt erst eine Vorspannmusik haben, dass wir uns dann gegenseitig vorstellen und wie so die Sendung läuft, weil sie sich dann erstmal schon mal, glaube ich, so ein bisschen ernst nehmen und auch wohlfühlen. Und ich sage ihnen auch immer, dass sie sich ruhig verplappern dürfen, dass sie auch hinterher gerne sagen dürfen, wenn Sachen sind, die ihnen rausgerutscht sind, dass wir die nicht senden sollen, dass wir rausschneiden sollen. Einfach um die so ein bisschen auch zu beruhigen und auf die, also positiv auf uns auch einzustimmen, dass sie wissen, sie sind gut aufgehoben. Ja. So. Aus welcher Ecke kommst du? Welchen Podcast macht's hier? Oder? Ich mache mit einem Partner zusammen die Fotophonie, einen Podcast über Fotografie. Okay. So, und inzwischen machen wir mehr Interviews. Früher haben wir mehr selber Konzepte besprochen und den Leuten nahegebracht, also so Bildungsauftrag gemacht. Und jetzt machen wir inzwischen eben mehr Interviews mit anderen, um die vorzustellen. Ja. Okay. Bitte. Ja, ich mache noch einen firmeninternen Podcast, der auch eher so ein Interviewformat ist. Und dann mache ich das so, dass ich die Themen vorher schon mal so als roten Faden in der Mail voranschicke. So als Vorschlag, wo ich drüber reden will. Und sehr oft halten sich die Leute aber dann sehr genau dran und ich kriege sie dann nicht mehr dahin, dass sie darüber hinaus noch was erzählen im Gespräch, weil ich das schon vorgegeben habe und sie machen sich dann keine Gedanken mehr drüber. Deswegen, vielleicht hat noch jemand einen Tipp, du zum Beispiel. Ja, ich flute ich mein Gegenüber mit Geschichten aus meinem Leben. Okay. Also ganz konkret die Sendung, die ich gemacht habe über diese Frage, ob man Deutsch als Pflicht vorschreiben muss oder Recht auf Sprache, und dabei bei den Bildungssprechern der Parteien, und die hätten ihre fertigen Antworten und würden dann die, aufhören, und ich habe denen einfach von meinen Erlebnissen in der Hundezone erzählt, nicht Hundezone, in der Hundeschule, weil dort in eine Schulsituation war, wie in keiner anderen Schule erlebt habe, die Kursleiter diagnostizieren Hund und Herrchen oder Frauchen in Bruchteilen einer Sekunde und leiten von dieser Diagnose ab, was sie mit denen jetzt angepasst machen. Na, gibt's das in einer normalen Schule? Und diese Begeisterung habe ich denen einfach erzählt. Nur, die Bildungssprecher haben dann alle diese alte Hundeschule vor sich, also wo es um Drill und Abrichten, Sitz und Platz geht. Das heißt, die haben sofort die Krise gekriegt. Was erwarten Sie jetzt mit, was können Sie darauf sagen? Ja, dann habe ich Ihnen das ein bisschen erklärt, diese moderne Hundeschule. Und auf einmal haben Sie alles vergessen, was vorher war. Und dann wird es wieder lustig. Okay, also fluten. Ja, und da hast du natürlich die Gefahr, dass du dann den Hörer natürlich langweilst, weil beim ersten Mal ist es nur lustig, aber beim vierten Mal fluten und bei diesen Bildungssprechern war es zum Beispiel, ich habe sie immer mit der Hundeschule geflutet, der Hörer sagt dann, die Geschichte kenne ich schon. Das ist der Holgi-Thrombose-Effekt, wenn den wer kennt. Ja, Holgis Thrombose-Effekt ist, er hat einmal eine Thrombose im Auge gehabt und hat es dann jedem Gesprächspartner, den er gehabt, erzählt. Und da ist halt dann, finde ich, dann die Zeit wieder, dass man rausgeht und etwas erlebt. Und wenn man dann wieder zurückkehrt, dass er wieder einen Podcast macht. Also hat er ja ein Moped wieder, also von daher. Genau. Aber das heißt, diese Flutengeschichte inflationär hat dann wirklich das Problem, dass ich mir das mit dem Hörer verscherze. Beim Radio ist es wieder super, weil das schneide ich einfach dann raus. Aber das würde ich jetzt beim Podcast dann auch machen. Wieso? Ist ja nicht verboten, dass ich was rausschneide. Ja, aber ich finde, dann bricht sehr viel zusammen. Also schneide ich eigentlich fast, ich versuche nichts zu schneiden, okay. Und nur wirklich fatale Irrwege, die sinnlos waren. Also, ja. Eine Frage, aber dann kannst du eigentlich das Fluten ja eigentlich nur verwenden für ein Interview. Wenn das ein Gespräch auf gleicher Höhe ist, funktioniert das natürlich dann so nicht. Das bösartige Fluten. Du das so aufbauen willst, dass es eher ein Gespräch Richtig. Ist als ein Interview. Genau. Und das ist auch das böse Fluten ist, wenn es rausschneidet, und das gute Fluten ist, wenn es im Gespräch so macht, dass man es auch hören kann. Ja, genau. Ja, ja. Und das ist sehr böse, wenn man es im Interview macht. Ja. Ich habe
also manchmal ein ähnliches Problem, auch Firmen, also seitens der Firma, aber ein öffentlicher Podcast, wo ich mal Leute habe, die sagen, ich möchte aber ganz gerne wissen, worüber wir sprechen. Und anderen, wenn ich denen sage, ja, lass mal so ein Gespräch machen über die Sachen, die du sowieso machst, die sagen dann, ja, klar, machen wir mal. Und die anderen, die aber sagen, hey, ich hätte schon ganz gerne eine Outline. Je nachdem, manchmal gebe ich dann so 3-4 Fragen, wo ich sage, darüber können wir reden, darüber können wir reden, die bewusst offen sind. Also so Stichwort, 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 das war's. Und andere, ich habe es auch gehabt, mit Leuten dann gemeinsam an einem Google Doc zu arbeiten, was dann so quasi vorformulierte Sätze durchaus hatte. Ja. Ist immer je nachdem, wie sich, also wie komfortabel jetzt jemand mit so einer Aufnahmesituation war. Also einige waren sehr glücklich und haben sich sehr geöffnet, als sie wussten, ja, um diese Sachen wird es gehen. Mit denen habe ich aber vorher gearbeitet, tatsächlich möglichst viel Sachen in das Dokument zu kriegen, sodass sie wussten, worum es geht und dann entsprechend die Nervosität verloren haben. Aber das habe ich mit denen zusammen gemacht und die haben da durchaus auch schon ihre Antworten vorgefertigt, ja, sodass sie dann einfach ein bisschen sicherer waren. Mhm. Das hat im Google Doc eigentlich ganz gut geklappt, weil wir uns da gegenseitig auch immer, auch während, manchmal so während Remote, also Skype-Gesprächen, durchaus einfach eine Ecke markiert haben und dann dem Gegenüber signalisiert haben, ich bin gerade hier. Okay. Mhm. Also hat einigen Leuten Sicherheit gegeben und andere völlig irritiert. Mhm. Also mit einigen kann man es machen, mit anderen nicht, aber wenn man das halt rauskriegt, dann haben wir noch wieder einen Kanal mehr an Tun. Entschuldigung, wir haben dich auslassen eigentlich, gell? Weil du bist so im Hintergrund mit der Kamera. Nein, es tut mir leid. Wir haben eine Spannungskurve aufgebaut und du hast die passenden Beispiele gebracht, wie zum Beispiel Holgis komplett anderes Thema. Der Einwurf, den ich hatte in der Vorbereitung war, wie schaffe ich es, wenn ich ein Kernthema habe und das Interview läuft oder das Gespräch läuft und man gleitet ab. Wenn wir ein Beispiel machen, Schnüffeln auf der Internetleitung. So, es gibt irgendein Kernthema, das man behandeln möchte und da kommen wir zum Beispiel an den Punkt, ja, die Engländer sitzen auf der Leitung nach USA rüber und das wollen die eigentlich gar nicht tun, das ist ja noch schlimm und da hören sie noch mit und da hören sie mit und da kommen sie in ein komplett anderes Gebiet und die eigentliche Botschaft war, man möchte eigentlich die Leute dazu erziehen, dass sie selber bewusst mit den Daten umgehen, ihre eigenen Datenleitungen verschlüsseln, dass sie sich auch persönlich engagieren, dass die Datenschnüffelei, sage ich mal, von der politischen Seite etwas reduziert wird, aber im Prinzip dass du von dem Kernthema abgelenkt wirst durch deinen Interviewpartner und wie kommst du wieder zurück zum Original? Und das wäre eine spannende Frage, was da die Erfahrungen sind. Weil das kann nämlich wirklich auch passieren, dass man eine Frage stellt und dann antwortet der eigentlich einen ersten Punkt. Er hätte aber noch 6 zum Beispiel. Also das, ich finde, das passiert schon oft, dass ich oder vielleicht wir einfach vergessen, dass wir eine Frage gestellt haben. Und die Frage ist eben, wie kriege ich die anderen 6 Punkte raus? Das wäre jetzt auch das, was du sagst, praktisch, dass ich wieder zum Punkt zurückkomme. Wie kann ich mich selber als Gesprächsführender so mit Hilfsmitteln ja. oder Standardtechniken dazu anhalten, auch wieder zurückzugehen? Ja. Ich hatte bei der Nord-Wahl-Konferenz in Stuttgart den Christian Rosberg zugehört. Der hatte für sich so eine Technik entwickelt, wenn man eine Kernbotschaft hat, da steht so eine kleine Spielfigur und ich habe so die Felder drumherum, die gehören alle noch mit dazu, yeah. jetzt fängt man an zu sprechen und das geht immer weiter weg. Und jetzt nimmt man diese Spielfigur und stellt die für sich selber, die werden im Gespräch ein bisschen auf die Seite. Das heißt, man hat immer im Hinterkopf, Moment, ich muss wieder zurück. Wie kriege ich im nächsten Gesprächsblock wieder die Kurve? Mhm. Aber das ist ja unfair. Also wenn du ein Interview machst, dann musst du doch darauf eingehen, was der Interviewpartner sagen will. Wenn du eine eigene Botschaft hast, stell dich hin und sag die eigene Botschaft. Hol doch einen Interviewpartner. Wo ist die Grenze von unfair? Wenn dann plötzlich von seinen Äpfelbäumen in den Garten, weil das ja viel besser ist, dann bin ich weg vom Thema. Naja, aber irgendwie musst du die. Also die Apfelbäume sind ein total anderes Thema. Aber wenn du Wenig Histamin. Was haben die Leute mit Allergien für Schwierigkeiten haben? Jetzt hol mich mal wieder zurück. Vielleicht sollte man da auch gar nicht Interview dazu sagen, sondern vielleicht eher geführtes Gespräch, vielleicht trifft es das ja. ein bisschen besser. Ne? Also, wenn ich einen Interviewpartner habe, dann muss ich mich irgendwie auf den einlassen. Wenn ich eine Agenda habe, dann mache ich kein Interview. Ja, ich habe vielleicht einen Sammlung von Fragen. Also ein Thema, was manchmal habe ich eine Person, wenn ich so wirklich einer Person auf den Grund gehe, dann finde ich super.
ist ja plötzlich von Apfelbäumen erzählt. Wenn ich sage, ich interessiere mich jetzt aber für Datenschnorchelei auf Leitungen, dann will ich natürlich auf das Thema zurück, dann ist die Person eine Nebensache sozusagen. Eigentlich wollen wir ja eine Medienkompetenz in der Schule erziehen, die eigentlich so zum Beispiel, das könnte die Kernfrage sein und du kommst dann auf die Datenschnüffelei außenrum. Dann kann man nicht sagen, man macht da ein neues Thema auf und sagt, hey, da sprichst du was voll Interessantes an, wir machen den nächsten Podcast dazu. Heute komme ich mal wieder jetzt auf das Thema zurück, aber dann muss man halt natürlich den nächsten Podcast darauf ausrichten, falls du denkst, dass es interessant ist für deine Hörerschaft oder wie auch immer. Ja. Ich glaube, das bricht das Thema ab, aber höflich. Lässt aber so eine Aussicht zu, dass er oder sie darüber weiterreden kann, wenn Bedarf besteht und du kannst zurück zu deinem Thema kommen. Kann das nicht einfach konkret ansprechen, dass das nicht der Inhalt war? Wird dann einfach jetzt wieder was anderes so Spannendes ist zu erzählen, würde ich einfach so zurückführen, offen ansprechen, dass das ein bisschen vom Weg wegführt, was wir heute besprechen. Ja. Es gibt aber wirklich solche Situationen, wo man sich anfängt, so die Haare zu raufen, weil das einfach so zielstrebig in ein Gebiet führt, aber du kommst nicht rein. Johannes, gell? Das ist ein sehr radikaler Ansatz, den du da hast. Mir würde da interessieren, woher du den hast oder warum. Freiheitlicher Ansatz von gestern Abend. Da war ich noch nicht da, leider. Das ist eine sehr starke. Jetzt habe ich noch nie Interviews gemacht mit Politikern. Vielleicht kommt es daher, aber wenn ich mir einen Interviewpartner aussuche, dann denke ich in der Regel an die Person. Also manchmal an ein Thema und dann suche ich mir die Person, aber in der Regel denke ich eigentlich an die Person. Mhm. Und für mich ist das Ziel eines Interviews, der Person Raum zu geben. Ich sehe mich in gewisser Weise als derjenige, der die Fragen so stellt, dass die Person am besten rüberkommt. Und wenn ich jetzt mir zu sehr eine Richtung für ein Interview vorgebe, wenn ich möchte, dass die Leute verstehen, dass sie sich mehr für Schnüffelei interessieren sollen, dann muss ich mir den Interviewpartner so suchen, dass er das machen will. Aber wenn ich dann feststelle, der möchte das anders erklären und der hat da eine andere Meinung zu, dann muss ich das zulassen. Weil ich interviewe eine Person und die hat eine Meinung, die ich darstelle. Ich kann der Person doch nicht durch Fragen ihre Meinung nehmen. Um zu diesem Thema das Gespräch am Dampfen zu halten, das heißt, du würdest einfach anders dampfen, also eine andere, du brauchst es nicht am Dampfen zu halten, weil es lebt ja. Ja. Ich hätte noch mal eine Verständnisfrage, und zwar verstehe ich hier, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Interview und einem Gespräch. Nach welchem Unterscheidungskriterium wird denn da unterschieden? Also, was macht den Unterschied aus? Was definiert das eine und das andere? Ich habe einen Vergleich mit dem Trampolin. Passt der da, Melanie? Der Vergleich mit dem Trampolin? Naja, schon. Wir zwei, wenn wir jetzt ein Gespräch machen oder ein Interview, dann stehen wir zu zweit auf einem dieser großen Hüpftrampoline. Und da kann man, also praktisch, wenn ich kurz und knackig springe, schießt sich in die Höhe. Und das kann eine Aussage sein. Und eine Aussage kann ein Teil von einem Gespräch sein. Und du wirst darauf reagieren, weil du schon in der Luft bist. Ja, du wirst darauf reagieren, weil ich so kurz und knackig springe. Und das ist keine Frage. Also müssten wir es eigentlich, könnte man es nicht als Interview deklarieren. Die Frage ist jetzt für mich allerdings, kann ein kurzes, knackiges Springen auch in einem Interview verwendet werden? Und ich glaube ihm schon auch. Also ich kann eine Aussage machen und dich dann anschauen. Und im Interview wirst du darauf reagieren. Tut mir leid, verstehe ich leider gar nicht. Ich muss ein bisschen noch drüber reden. Das andere ist praktisch ein ist der Zweck des Gesprächs in einem Interview ein enger definierter als in einem Gespräch, das nur ein Gespräch ist? Könnte das der Unterschied sein? Also ein Interview ist... Oder das Ziel, nicht der Zweck. Ich finde, ist enger. Ja. Das ist ein Gefälle. Und ein Gespräch ist ein Tanz. Okay. Dann haben die zwei mehr miteinander zu tun beim Gespräch. Beim Interview kannst du eine neutrale Person ja. Das Interview. Ja.
Und beim Trampolin wird man zu zweit, beim Gespräch wird man am Trampolin zu zweit Spaß haben. Also mit Sprüngen und Drehen und weil das kommt wirklich darauf an, wie man zeitversetzt da auf. Ja. Also ich würde es jetzt zusammenfassen, indem ich sage, verstehe ich das richtig, dass wir den genauen Unterschied eigentlich gar nicht definieren können? Nein, das ist völlig falsch. Nein, es ist völlig klar, Interview ist Frage-Antwort, Punkt. Wow, und das schneidet man dann, das kann man verwenden. Danke. Super. Hat eine Zielsetzung, dass ich etwas erfahren will, entweder über ein fachlich-inhaltliches Thema oder den Menschen. Könnte ein Gespräch auch sein. Aber ein Gespräch ist doch ein Geben und ein Nehmen. Ja. Also ein Gespräch, wenn ich mich mit dir unterhalte, ja, dann hast du etwas zu sagen, ja, und ich habe etwas, ja, zu sagen. Ja. Ein Interview ist, du fragst einen, ja, und der gibt dir die Antwort. Ja. Das ist, kommt im Grunde raus, was er gerade gesagt hat, Frage und Antwort. Und die Leute, wenn man sie zum Beispiel zum Gespräch bittet, für Podcasts jetzt, also wenn ich ihnen frage, wir könnten ein Interview machen für Ö1 oder ein Gespräch als Podcast, fragen sie mich immer, wann kommen sie denn zum Interview? Also die haben das Konzept, es kommt jemand zu mir, zum Gespräch kaum da. Das heißt, die werden auch nie ein Gespräch in irgendeiner Weise von ihrer Seite aus fördern und mitzündeln, wenn es nicht vorher abgeklärt ist. Dann ist es immer eine Situation im Kopf, die mir vor kurzem passiert ist. Zum Night of the Pods habe ich mit einem Podcast-Kollegen ein Crossover gemacht. Wir haben uns unterhalten. Es sollte ein Gespräch werden. Das ist ausgeartet zu einem Interview, weil nur ich Fragen gestellt habe. Ja, genau. Und da kam eben nicht diese Rückmeldung, die Gegenfragen. Das wäre vom Dieter die Vorbereitung, praktisch das Briefing vorab. Also wenn man das vorher klarer ausspricht wahrscheinlich und diskutiert, was wir darunter verstehen, dass es vielleicht leichter wäre, schätze ich. Frage dazu. Glaubst du tatsächlich, dass wenn man einfach vorher sagt, ich würde gerne mit dir ein Gespräch führen und kein Interview, dass der Gesprächspartner dann ganz automatisch ja sagt, ja, okay, alles klar, dann stelle ich Gegenfragen. Ich glaube, es ist eher tatsächlich ein fließender Prozess, dass man ihn irgendwie besser einbinden muss. Martin. Ja, ich glaube auch, dass dieses Wort Gespräch schon nicht so eine ganz Abwehrhaltung erzeugt beim Gesprächspartner, wenn man sagt, ich mache ein Interview mit ihm oder so. Also das habe ich ganz oft erlebt, wenn ich sage, dann haben wir ein Gespräch zum Thema XY, meinetwegen jetzt Urlaub oder Arbeitsleben, dass dann eher so die Erwartung ist, ja, okay, dann sitzen wir mal und gucken wir mal, was rauskommt. Und auch wenn wir es dann am Schluss nicht schneiden, sind die dann trotzdem, fühlen sich trotzdem wohler damit, als wenn ich gesagt hätte, ich komme zum Interview und das sind meine Fragen, die reiche ich jetzt vorher ein. Also das erzeugt eine Abwehrreaktion, finde ich dann. Also du setzt praktisch Gespräch direkt ein als Anbahnung. Ja, weil es natürlich schon nochmal ein Unterschied ist, weil natürlich ich jetzt nicht so viel zu dem Thema beitragen kann. Ja. Ich habe eine Situation, die ich versuche zu verbessern und zu entfalten, wenn man so klare Abwehr Argumente hat für eine andere Position, zum Beispiel die Imker, die über die Rübenbauern schimpfen, dann frage ich einfach mittlerweile die schimpfen, und jetzt Originalton, mit viel Sympathie für die andere Seite, was könnte denn die Rübenbauern bewegen, so zu agieren? Und das ist super interessant, dass einfach das halb funktioniert. Die eine Hälfte bringt diese Sympathie auf und die andere Seite antwortet im Wesentlichen wie vorher. Und das finde ich doch interessant. Und ich weiß nicht, woran. Ist das die Rübenbauern oder die Imker? Egal. Das ist jetzt dann wurscht. Ja, das sind zwei unvereinbare Positionen. Restempathie ist ein schöner Ausdruck. Ja. Du fragst beide, was sie. Für das andere. Ja, und auch wirklich, dass ich ihnen auch sage, mit viel Sympathie, also ich sage ihnen schon, dass das für sie anstrengend ist, ja, also jetzt die andere Position, aber wenn man es versuchen möchte zu erklären, weil bei den Rübenbauern ist es auch so, die sagen zum Beispiel, wir schütten auch nicht irgendein Gift auf dem Acker, weil unsere Kinder werden auch den Grund übernehmen, also das wäre jetzt so ein bisschen die Geschichte. Sagst du, die Bauern und die Imker, das sind doch einzelne Repräsentanten, und ob sie so reagieren, ist doch meistens... Ja, da musst du mit die zwei sehen. Ja, ja. Dass jeder Imker spricht für die Imker und der Rübenbauer für die Rübenbauer. Ja. Und das finde ich aber interessant. Also was Schönes. Also, oder es entsteht zumindest eine Stimmung des versuchten Nicht-Hasses. Wie sieht das konkret aus? Du kannst da ein Beispiel geben. Wie kannst du da ein Beispiel für den konkreten Nicht-Hass?
Naja, dass die Luft ausgeht. Also, dass man nicht hasst, aus, weil man keine Energie mehr hat, so da weiterzudenken, weil es zu kompliziert wird. Also, wenn Hass zu kompliziert wird. Ja. Aber haben wir jetzt schon haben wir jetzt schon den Unterschied zwischen Interview und Gespräch? Haben wir das jetzt? Naja, also, wie siehst das du? Ich habe da jetzt nochmal, also ich habe jetzt auch keine wirkliche Antwort oder so finden können. Ja. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht, weil ich meine, viele Interviews sind faktisch ein Gespräch. Da kann auch viele Interview-Podcasts beispielsweise, da gibt es einen Gast, wird eingeladen, der kann auch was zurückfragen und so, und dann entwickelt sich ein Gespräch. Es ist nicht einfach nur Fragen stellen und Antworten geben oder so. Man hat den Eindruck, ist dann das Interview vielleicht einfach nur, dass einfach der Interviewer immer derselbe ist und die Gäste sich immer abwechseln, aber auch das sind eigentlich, können Gespräche sein. Und dann dachte ich, vielleicht ist einfach die Unterscheidung die, dass bei einem Interview der Interviewte sich sozusagen mit der Frage konfrontiert sieht, warum eigentlich ich, also warum interviewt er eigentlich mich? Beim Gespräch kann er sich zugleich auch noch fragen, warum eigentlich du? Ja, also warum warum eigentlich mit dir jetzt? Mhm. Mhm. Ob das eine Unterscheidung sein kann? Also. Ich würde noch sagen, also ich würde im Interview im Zweifelsfall früher aufhören zu fragen, wenn ich denke, das Thema ist jetzt, ich habe es nicht verstanden, aber das Thema ist jetzt, also die Frage ist beantwortet. Vielleicht hat es jemand verstanden. Im Gespräch würde ich es mir eher weiter erklären müssen und sagen, nee, mach nochmal, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Man könnte es ja mischen, dass man dann sagt, wir sind jetzt mit dem Interview fertig, wir haben immer noch Zeit, wir könnten noch drüber reden. Ja gut, aber also, wenn eben klar ist, dass es ist ein Interviewformat, da würde ich eben sagen, okay, diese Frage muss angesprochen werden. Und im Gesprächsformat würde ich eher so sagen, okay, wir sprechen jetzt mal über etwas, bis wir entweder auf einem gemeinsamen Nenner sind oder ausdrücklich nicht miteinander übereinstimmen oder irgendwie bis ich sage, ja, ich bin jetzt zu blöd, das zu verstehen, aber vielleicht haben das jetzt alle verstanden. Sowas, aber beim Interview würde ich sagen, reicht die Frage gestellt zu haben und dann auf irgendeinem Level eine gewisse Antwort zu haben, dann kann man zum nächsten gehen. Das finde ich eine steile These. Also vielleicht habe ich von mir auch eine viel höhere Meinung als von dir, aber wenn ich es nicht verstanden habe, gehe ich davon aus, dass es mindestens die Hälfte meiner Hörer auch nicht verstanden hat. Ja, ich stimme dir sogar zu. Auch so vielleicht in der Meinung von dir und mir. Ja, okay. Ja, es ist tatsächlich so ein Versuch, irgendwie so einen Unterschied zwischen Interview und Gespräch zu kriegen. Also ich habe es immer mit Leuten zu tun, die nicht medial erfahren sind und die wirklich nervös werden, wenn man ein Aufnahmegerät mitlaufen lässt. Und wenn die mich fragen, wann machen wir denn das Interview? Und ich denen sage, nee, wir machen kein Interview, wir reden mal und es läuft nur ein Aufnahmegerät. Ach so. Also, die beruhigen sich dann. Die sind dann echt beruhigter. Weil, aber Prominente sind eher dann beunruhigt, also ja. Buchautoren und ja, so weiter. Ja, aber die haben nichts zu tun. Ja. Also vielleicht interessieren die mich auch, aber ich kriege die nicht. Oder ich merke nicht. Wissenschaftler sind auch immer beunruhigt. Sind's haben ja. Jedes Mal das Problem bei jedem Gespräch, dass die mit der Situation, wenn ich das sage, wir führen jetzt ein lockeres Gespräch, das ist ja so der Claim von dem Podcast, den ich mache, wir setzen uns hin und reden einfach ganz locker über das, was Sie jeden Tag machen. Sie müssen sich dafür nicht vorbereiten. Ich würde es im Gegenteil sogar bitten, sich nicht vorzubereiten. Das ist natürlich für Wissenschaftler eine sehr interessante Situation. Und manche bereiten sich dann doch vor, haben da ihre ganzen Konvoluten vor sich liegen, wo sie dann nachschauen. Das war bisher jedes Mal so, und ich habe jetzt, glaube ich, 35 Gespräche geführt, dass die Personen, die was mit hatten, das nach 10 Minuten weggeschoben haben, sich mit dem Headset hingesetzt haben und erzählt haben. Und da hat man schon als die Person, die Leute ja quasi in die Situation bringt, und das ist ja nun einmal schon der Interview oder der Gesprächsführer, Führerin, die Möglichkeit, glaube ich, den Leuten einfach diese angenehme Situation zu vermitteln und sie eben in den ersten paar Minuten ihnen das Gefühl zu geben, ich will dir nichts Böses, ich will dich da jetzt nicht aufs Glatteis führen. Es kann sein, dass wir mal nicht einer Meinung sind oder dass ich sage auch zu den Leuten, ich verstehe nicht, was sie mir dazu sagen. Was machst wir müssen du das dazu? Noch einmal bitte wiederholen. Was machst du dazu, um die in die Situation zu bringen? Ja, meistens steige ich einfach mit Fragen ein, von denen ich weiß, dass sie ganz leicht beantworten können.
Die Frage eigentlich meistens, ja, Sie sind ja auf dem Gebiet, nein, ich weiß, das übernehme noch ich. Aber ich frage Sie, Sie arbeiten auf dem Gebiet der Astroseismologie. Ich glaube, wir sollten einmal damit einsteigen, dass wir einfach mal kurz definieren, was das überhaupt ist. Und dann kommen die in so einen Redefluss rein und dann nehme ich mir meistens aus diesen ersten Ausführungen Punkte raus, an denen ich weiterfrage. Ich verwende damit eine Interviewtechnik, um später in ein Gespräch umzuführen. Mein Punkt war jetzt, wann fängt das Interview an und wann hört es auf? Also sprich, alle vorbereiteten Fragen haben alle vorbereiteten Antworten gekriegt, dann ist das Interview zu Ende. Kann das so sein? Wenn du jetzt aber kein klassisches Start-Stop-Interview machen willst, dann machst du ja vielleicht, ist das dann ein Gespräch, weil beim Gespräch ist kein definierten Anfang und kein definiertes Ende. Na, aber bei mir ist das, ich persönlich mache für mich da eine ganz klare Trennung, weil ich Radiobeiträge auch mache. Das ist für mich schon von Grund auf eine ganz andere Herangehensweise. Also wenn die Radio und dann sage ich auch Interview so, ich habe einen 7-Minuten-Beitrag zu gestalten. Da müssen wir jetzt die Dinge aufnehmen, wenn ich das Gefühl habe, nein, es war nicht so gut, mal die Frage, sprechen wir jetzt noch einmal ein und so. Das ist, also ich kann es für mich fast gar nicht vergleichen. Wie bereitest du dich dann vor auf so Podcast-Episoden? Lest du vorher das Thema ein? Oder? Ja, oft ist es so, dass ich die Leute schon eine Weile lang kenne, weil ich jetzt schon fast 10 Jahre in der Uni bin insgesamt. Und sonst versuche ich aber auch, habe ich die Erfahrung gemacht, zu viel Vorbereitung ist auch nicht gut, weil dann habe ich ganz viele Bausteine im Kopf, wo ich mir denke, das möchte ich jetzt eigentlich, würde mich auch interessieren, und dann habe ich mich selber dabei beobachtet, dass man dann in so ein Fahrwasser reinkommt, wo man anfängt, der Person nicht mehr ganz genau zuzuhören, weil man sich denkt, ich muss jetzt dieses Thema noch unterbringen. Was mir aber gerade im Podcast interessiert, ist genau das Gegenteil, nämlich so gut wie möglich auf das einzugehen, was die andere Person sagt. Und dann kann die Reise überall hingehen. Also bist du mit ihm jetzt auf einem Weg? Der Bernd, glaube ich, gell? Hat noch eine. Also ich finde ja gerade, Melanie, ich finde das, was du machst, ist ja eindeutig ein Interview dann. Ja? Weil ich finde, du kommst immer zu jemandem hin, stellst ihm eine Frage, ja, oder stellst du eine Reihe Fragen zu seinem Thema, zum Beispiel deine Wasserthema, die kenne ich kenne auch die Modelle, die verwende ich auch viel. Deswegen, das war für mich ein ganz spannendes Interview. Was ich jetzt so eher unter Gespräch verstehen würde, wäre sowas wie MinCorrect. Ja? Da kommt dann der eine, der stellt ein Thema vor und dann unterhalten sie sich hinterher über das Thema und versuchen dann gemeinsam auch eine Lösung, eine Erklärung zu finden für ihre Hörer. Ja? Also sie stellen ein Thema vor und versuchen dann gemeinsam für sich und für die Hörer was rauszufinden über ein Thema. Ja, während ein Interview, verstehe ich immer so, da kommt jemand zum anderen und fragt ihn irgendwas über sein Thema, um was über dieses Thema zu verstehen. So habe ich das für mich jetzt so einsortiert, ein bisschen. So nach dem, so, weißt du, manchmal ein bisschen... Ja. Wobei man da die Podcasts von Holgi zum Beispiel auch eher als Interview einordnen müsste. Ja, ganz klar. Aber das sind, würde ich eher sagen, Gespräche. Weil das ist eigentlich kein Interview, nicht dringend ein Interviewformat. Das ist jetzt das wirklich so wichtig? Ja, das kommt ja komplett auf den Podcast dran. Also, wenn es jetzt so ein Podcast aus der CIA oder so, wo es ein Interview gibt, quasi, wo es Gesprächspartner hast, dann... Ja. Also, es gibt ja Podcasts, die treffen sich einfach, so wie wir jetzt machen, ja, und reden einfach so. Gibt es keine Fragen oder was? Ja. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man die Phasen benennen kann. Aber ich glaube, dass man es wechseln kann. Man kann vom Intervieweinstieg in eine Gesprächsphase kommen und dann wieder in eine andere Form. Und die Nora Ludewig von Omega Tau hat noch eine dritte Form, wo sie wirklich die Methoden abfragt. Und wir haben noch diese Methode der zerstörenden Werkstoffprüfung. Und am Anfang hat mir das super nervös gemacht, aber jetzt geht es mir schon sehr gut damit, weil ich weiß, ich habe dann wirklich dieses Feld, Sie mit Ihrem Gast besprochen. Nina, Entschuldige. Ja, bitte. Ja, das ist jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen meine persönliche Auffassung. Es geht so in die Richtung, was du vorhin gesagt hast. So, warum der Interviewer bzw. Gesprächsführer, warum der Gesprächspartner? Für mich ist ein Gespräch dann ein Gespräch, wenn der Gesprächsführer selber daran teilnimmt, wenn er sich persönlich einbringt. Das macht man im Interview teilweise auch, aber das ist dann meistens so das Aufhänger, um da irgendwie einsteigen zu können. Ja.
wenn der Interviewer also bzw. der Gesprächsführer dann wirklich dabei ist, darauf reagiert auch irgendwie emotional oder sich dafür so begeistert bzw. auch Unverständnis aufbringt, dann ist es für mich ein Gespräch. Also wenn es ein Geben und Nehmen, so ein Gegenseitiges ist. Ja, das ist oft dann im... Sind wir schon fertig? Wann ist Schluss? Entschuldigung, wir dachten, jetzt gehen wir weiter. Okay, gut. Das war's. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Dankeschön. Super. Tut mir leid fürs Überziehen. Ich habe geglaubt, es geht bis 5, 1,5 Stunden. Und sorry, sonst hätte ich ja pünktlich Schluss gemacht. Dankeschön.